Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartolk. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 für den Nintendo 64. Bei unserem 100% Run, ich möchte Atlantis Aquaria heute zumindest mal anspielen. Ich weiß nicht, ob ich sie fertig machen werde heute. Erforsche die Höhlen und... die Höhlen und Tiefen, genau. Erforsche die Höhlen und Tiefen. Zack. Ich glaube, das war sogar dämlich, aber gut. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher Stern das war. Das ist aber allerdings völlig egal. Was gibt's zu sagen? Ich habe ein neues Gamepad. Das heißt, es könnte sein, dass ich ein wenig Übung jetzt darin brauche, weil es ist jetzt so ein Xbox-Controller, den ich an den Computer anschließen kann. Weil mein anderer hat den Geist aufgegeben, da habe ich mir gedacht, ach, gehe ich zum Mediamarkt, kaufe mir einen neuen. Und jetzt kann ich etwas ganz Tolles, was ich vorher nicht konnte. Ich kann langsam laufen. Wow! Das macht das Spiel um Längen besser. Komm her. Ah, schade. Gut, erforsche die Höhen und Tiefen. Nicht hier. Ich glaube, ich muss dazu zuerst nach unten, also die Tiefen und Höhen zuerst. Das heißt, wir schwimmen nach unten. Entschuldigung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt der Stern ist, den ich meine, dass er es ist, aber ich glaube, er ist es. Wer das verstanden hat, schreibt bitte in die Kommentare. Nee, den wollte ich nicht so. Ich wollte es um eins tiefer machen. Das bedeutet, ich suche dafür den entsprechenden Schalter. Schalterchen, wo bist du? Komm raus, komm raus, komm raus zum Spielen. Schalter? Schalter! Wo ist er denn? Gott, Schalter! Ach, da bist du. Dich möchte ich drücken, denn jetzt ist der Wasserstand auf dem niedrigsten Stand. So, dass wir gerade so drin laufen können und dich töten. Bung. Ja, die bringen drei Münzen. Hier war, glaube ich, irgendwo einer. Oder bin ich jetzt falsch? Nee. Oder war der auf der anderen Seite? Ziel dieser Mission ist es, sofern ich sie jetzt nicht wieder verwechsle, solche fünf Münzen oder, fünf Zahlen oder so etwas zu finden. Hier? Genau, hier solche. Übrigens, wir könnten den Block jetzt da runterschieben. Oder wir gehen einfach hin. Machen den, weil da oben ist auch noch eine Zahl hier drin gewesen. Finde ich toll, sowas mag ich. Ich habe mir demnächst auch so einen Mario Speedrun angeguckt. Oh, die erinnern wir uns. Will ich mich mal zeigen. Why? Damit können wir uns... Aua, das wollte ich nicht. Damit können wir uns da hochschleudern lassen, sodass wir dort oben was kriegen. Hier ist, glaube ich, noch eine Zahl. Genau, hier war eine Zahl. Hat man schlecht gesehen und ich habe, glaube ich, auch den Ton übersprochen. So, das war Zahl Nummer 3. Jetzt können wir uns hier hoch. Hey du, da, hey, komm mal her. Way! Und nicht getroffen. Gut, so kann man sich auch umbringen. Machen wir es so. Hier haben wir Münzen und so einen komischen Stromgenerator, von dem ich nicht weiß, wie sie heißen. Ich glaube, Sparkies waren. Hier ist Zahl Nummer 4 und hier sind eine Menge Münzen drin. Auch in dieser Welt gibt es eine Menge Münzen. Hier haben wir einen Schalter, den kann man drücken. Dadurch kommen wir hier hoch. Das bringt uns, glaube ich, aber nichts. Oder? Ach nee, doch nicht. Hier war die letzte Zahl. Und wieder Münzen. Wir sehen, ich habe nicht mal versucht, den 100 Münzstein zu holen und habe schon eine Menge Münzen bekommen. So. Und um den zu erreichen... Gehen wir einfach mal darüber und erhöhen hier den Wasserstand.
Das macht die Sache nämlich wesentlich angenehmer. Wesentlich angenehmer. Au. Ist völlig egal. So. Yeah. Ich habe übrigens beim Schwimmen herausgefunden, dass diese Taktik, die ich die ganze Zeit mache, wo Mario so wie behindert mit den Armen rudert, nicht die beste ist. Sondern wenn ich hier einfach jeden durchziehen lasse, dann kriegt er einen bekommt er wesentlich mehr Geschwindigkeit drauf. Ist allerdings ein bisschen schwerer zu kontrollieren. Wollte ich jetzt nur mal anmerken. Wieder was gelernt. Auch aus diesem Mario Speedrun. Ich war begeistert, weil man kann mit dieser Schwimmtechnik tatsächlich Sterne holen, die man normalerweise mit der Zahnkappe holt. Worte. Erforsche die Höhen und Tiefen. Ja, unten leben. Das wäre Stern Nummer 87. Beeil dich, Expressaufzug. Oh Gott, 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 oh Gott. Das war dämlich. Ich muss da runter. Ich sollte aufpassen. Wie gesagt, hier in Atlantis Aquario, abhängig davon, wie man ins Bild springt, bekommt man verschiedene Möglichkeiten, wie die... bekommt man in verschiedenen Wasserständen. Dann habe ich noch etwas rausgefunden. Auch ebenfalls hier in Atlantis Aquaria, was ich auch selber noch nicht wusste. Also ich will ja viel zeigen. Komm, Mario. Lauf. Warum läufst du gerade so blöd? Hier, diese Ecke. Wir können uns hier hinstellen. Und uns teleportieren. Das wusste ich selber noch nicht. Und damit sind wir oben bei der Kanone. Dadurch, dass wir bei der Kanone sind, können wir auch hier einfach runterfallen und hätten diesen Stern holen können. Lustig, ne? Also hätten wir die Pfeile gar nicht gebraucht. Hui. So, Expressaufzug. Genau. Warum nehme ich die Kanone? Die Kanone ist übrigens auch extrem wichtig hier. Also eigentlich nicht. Sie ist eigentlich total nutzlos, weil alles, was wir mit der Kanone machen können, ist uns da hinten in dieses Gitter reinschießen und da kommen wir auch anders da rein. Hallo Bobby. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, wir schießen uns so. Ah, verdammt. Nicht getroffen. Oder ich habe schon getroffen, aber bin zu weit geflogen. Wir wollen diesen Block zerstören. Weil dadurch haben wir hier etwas frei. Ich dachte, es reicht. Wollte ich es mal auf die coole Art und Weise machen? Und aus irgendeinem Grund tut der Drücker manchmal einfach so Marios Geschwindigkeit reduzieren, wenn er so schräg laufen soll. Das ist ein bisschen nervig, aber gut, kann ich gerade nichts machen. Muss ich gucken. Ich werde auch so damit klarkommen, denke ich. Hoffe ich. Och, geh doch da hoch, Mario. Och, Mario. Gut, dann machen wir das auf die Weise. So. Wir müssen einmal komplett hoch. Dann doch wieder auf die... Mario. Ich bin nicht in Stimmung für sowas. Niemand ist in Stimmung für sowas. Okay. Ich muss ein bisschen mit dem Controller üben. Er ist ein bisschen anders da als mein anderer. So, das ist mein erster Controller hier, mit dem ich die ganzen anderen Level gespielt habe. So, Expressaufzug, Beeilung. Wir drücken dazu diesen Schalter und gehen erst einmal hier hoch. Wir wollen nämlich, dieser Stern da drin ist der, den wir holen wollen. Hierzu stellen wir uns nämlich hier auf diese Plattform und die fährt nach unten. Und wir müssen ganz schnell nach unten und uns hier rein, denn die geht gleich wieder hoch. Nein! So viel zum Thema Skill. Gott, ich stelle mich aber auch gerade an. Och, Mario, komm schon. Wir sind ein bisschen ungewohnt, weil er macht irgendwie nicht das, was er soll, gescheit. Irgendwas stimmt da nicht. Also er läuft ziemlich langsam und hat irgendwie so eine Zeitverzögerung, was die Sprünge und alles angeht.
Au. Und ich bin tot. Da muss ich mal noch ein bisschen gucken, wieso der das denn so jetzt tut. Gut. Jetzt wollen wir hier ganz unten rein. So, dadurch haben wir den Wasserstand erstmal ganz unten. Von Anfang an. Spring, Mario! Scheiß Gitter. Wie gesagt, der hat so eine kleine Verzögerung drin. Da muss ich jetzt erst einmal gucken, wieso der das überhaupt macht. Vielleicht liegt es auch am Controller. Oder was weiß denn ich. Und er tut halt irgendwann auch einfach mal sich sagen, nö, heute tue ich mal ein bisschen langsamer laufen. Ich hab Rheuma. So, hoch da. Münzen mitnehmen. So, den da drücken, da runter. Und da drauf. Und damit haben wir diesen Stern. Stern Nummer 88. Expressaufzug. So ähnlich. Irgendwas. Beeil dich, Expressaufzug. Sag ich doch. Speichern und weiter. Wir gehen noch einmal hinein. Und ich glaube, das war wieder dämlich, so reinzuspringen. Finde die 8 roten Münzen. Das bedeutet, wir holen uns auch gleichzeitig den 100 Münzstern. Dazu hätte ich den Wasserspiegel eigentlich ganz runter. Aber ich kann hier anfangen. Ist ja auch nicht schlimm. Hallo Feuer. Jetzt gehen wir da hoch. Oder wir gehen zuerst runter. Das war geplant. So. Der pfiffige Zuschauer hat jetzt schon gemerkt, dass hier keine 8 roten Münzen sind in dieser Welt. Das liegt daran, dass sie nicht hier, also nicht an diesem Ort hier zu finden sind, sondern woanders da. Da gehen wir gleich hin. Au. Stirb. Spring. Spring, mein kleiner Klempner. Schlage. Kito, nicht trollen. Das wäre was ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich mache das Spiel schon alleine. Völlig alleine. Glaub mir. So, wir gehen zuerst darüber und holen uns die Kiste da oben. Ich kriege es ja wieder hin. Danke. Weil hier sind 10 Münzen drin. Nur drin, nö. Oh, das ist doch ein Traumsprung hier. Au. Das war ein Traumfail. So, du gehst weg. Dich mag keiner. Sind hier Münzen? Da sind noch welche und da ist der Schalter. Zack. Du bist down. Dich drücken wir und holen uns hier ganz schnell die Münzen. Auch hier gibt es wieder mehr als genug, also keine Sorge. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ja, schade. Man kann irgendwie auch durch solche Sprünge rückwärts an den Wänden, an denen man hochgesprungen ist, auch tatsächlich wieder hochspringen. Hat das irgendwie einen Sinn gemacht, satztechnisch? Nein, nicht schleudern, nicht schleudern. Danke. Hier die Münzen. Da hoch. Ja. Okay, die ist weg. Ist aber nicht so schlimm. So, dann drücken wir dich.
euch hier. Macht den Sprung. Danke. Jetzt hier und wir sind schon bei 93 Münzen und haben nicht eine rote Münze angefasst. Super. Hi. Komm mal her, du. King Bob-Omb 2.0. Finde ich eine schöne Umschreibung. So, jetzt haben wir 98 Münzen. Wie gesagt, mehr als genug. Denn nein. Nein. Geh mal runter. Dann nehmen wir den Teleport. Auch gut. Steigen hier in die Kanone. Ich werde auch noch zeigen, wieso die Kanone unnütz ist. Also, mit der Kanone, die gedacht ist, nicht durch diesen Ring. Also, es, man kann sich durch den Ring feuern, aber das ist echt Bums. Wir zielen ungefähr so. Drücken ab. Und fliegen. Und zwar genau in dieses Gitter mit dem Kopf gegen die Wand. Und da... Oh. Dem einzigen Stück, auf dem man stehen kann. Ah, nee, doch nicht. Und wollen jetzt hier runtertauchen. Also es ist ein bisschen schwer, dieses Schwimmen richtig zu timen, weil wenn man zu spät drückt, bricht er ab. Und wenn man zu früh drückt, macht er wieder diese komische Bewegung. Ist immer eigentlich im Takt. Ich muss das noch ein bisschen üben. So, wir sind hier jetzt in einer unter Wasser anderen Gebietsgedöns. Mal Luft holen. Und hier haben wir, hätten wir eine Titanenkappe. Wow. Die nehmen wir uns einfach mal. So. 99 Münzen. Lauf, Mario. Lauf, lauf, mein kleiner Klempner. Ah, hier können wir noch unsere Kappen übrigens vereinen, indem wir hier uns noch die holen. Aber ich suche jetzt was anderes. Da. Das da. Übrigens, wir kommen aus diesem Gebiet hier nicht mehr raus, also... Schade. Schade, schade. So, jetzt lassen wir hier das Wasser ab. Das brauchen wir nicht. Das ist Bums, dieses Wasser. Das mag uns nicht und... Ich mag es auch nicht. So. Hey, Gras. Ich bin auf Gras. Au. So. Mach deinen Wandsprung, Mario. Danke. Ah, ich dachte, das reicht. Komm schon, ich krieg die einfachen Wandsprünge nicht mehr hin. Was ist heute los? Och komm. Okay, ich muss auf jeden Fall definitiv noch mit dem Controller ein wenig üben. Och hopp. Moment. Das muss besser gehen. Also Entschuldigung, falls ich hier jetzt so ein bisschen rumfaile, aber ich muss wirklich üben, was den Controller angeht. Und hier haben wir den Stern Nummer 98, den 100 Münzstein in der Atlantis Aquaria, an den ich nicht rankomme. Super! Danke. Ja, 100 Münzstern, yay! Und jetzt springen wir hier rüber und rutschen hier runter und brechen uns das Genick. Das ist eine gute Idee. Ich verstehe noch nicht, was diese Feuerdinger hier wollen. Links. Achso, da hinten ist. Ich habe Schalter gedrückt. Das ist super. Ich weiß nicht wo, aber. Toll. Ich habe Schalter gedrückt. Au. Ja, in diesem Gebiet hier finden wir alle 100, alle 100 Münzen sind in diesem Gebiet. Genau. Das, obwohl ich schon 106 gesammelt habe. Also hier gibt es wohl offensichtlich 206 Münzen. Oder so ähnlich. So. Zack, das war Münze Nummer 4. Und Sprung. Hier ist Nummer
5. Da oben dürfte auch noch einer sein. Wie komme ich hier nicht dran? Nicht von hier. Offenbar. Was bringen die hier? Die können nicht angreifen, weil sie im Wasser sind. Solange die im Wasser sind, können sie nicht angreifen. Und das ist der minimalste Wasserstand, der geht. Hey, hier ist eine Kiste. Ich bin Leben. Ich bin begeistert. Absolut. Ich ignoriere dich, Leben. So, was hast du jetzt davon? Ich versuche hier die ganze Zeit Wandsprünge, weil mit Wandsprüngen kommt man in Mario extrem weit. Allerdings will's nicht gerade so und auch meine Kamera ist nicht gerade unbedingt heute mein Freund. Deshalb seht's mir nach. Ah, ich dachte, der reicht. Ich glaube, hierfür war der Schalter gedacht. Moment. Eigentlich hier. Es ist jetzt gerade so ein bisschen rumfailen, also ich sehe das schon selbst. Ich könnte natürlich auch das Wasser wieder steigen lassen, aber das ist ja langweilig. Ja, wo taucht hier was auf? Moment, hier kann ich. Ach so, da taucht was drin auf. Ach so, gut. Och, Lakito. Das Problem ist, wenn er die Kamera immer versucht, so hinter mich zu bringen, tut er mir praktisch keinen Gefallen, im Gegenteil, sondern Mario bricht den Wandsprung ab, weil ich dann in die andere Richtung drücken muss und die andere Richtung ist dann auf einmal dieselbe Richtung und das macht keinen Sinn, was ich sage, aber es stimmt. Au. Gegen den Felsen gesprungen. So, das war Münze Nummer 6 endlich. Da oben ist auch noch ein Stein, ich weiß. Da ist noch eine Münze und ich glaube, ganz da oben ist noch eine. So. Was tust du, Mario? So, Lakito, und jetzt hilf mir mal. Komm mal her. Ne, hier ist keiner. Aber ich könnte mal den Wasserstand steigen lassen. Das ist das wesentlich einfacher. Wahrscheinlich ist er in der Kiste drin oder so. So. Aber die Musik ist cool. Das sag ich jedes Mal, aber stimmt ja auch. So, wahrscheinlich ist sie hier, ne? Ach, da ist sie. Okay. Gut, das heißt, ich muss den Wasserstand wieder senken. Das war unglaublich nützlich, was ich jetzt gerade getan habe. Wo war denn der Schalter? Ich sollte niemals einen Mario Speedrun versuchen. Das wäre totaler Bums. Ach, da bist du. Komm her, Schalter. Langsam habe ich den Schwimmdreh raus. Ach, da kann ich nicht stehen. Natürlich das einzige Gebäude, auf dem ich nicht stehen kann. Hey, Feuer. Ach, das ist jetzt wieder. Danke. So, und jetzt aber. Lakito, dreh die Sicht. Das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte.
Danke, das ist, was ich wollte. Und damit haben wir Mütze Nummer 8 und den Stern aktiviert. Au, hilf mir mal. Oder auch nicht. Gut, lass es bleiben, auch gut. Ich brauch keine Hilfe, Mann. Ich stelle mich heute an wie der letzte Depp. Das gebe ich gerne und offen zu. Und das war noch dämlicher als dämlich. Und eigentlich sollte ich mich selbst dafür geißeln. Das finde ich eine gute Idee. Stern Nummer 90. Finde die 8 roten Münzen in Atlantis Aquaria.